Die Herausforderungen für die SV Guntermattig Ried waren in den letzten Jahren groß. Im Jahr 2020 stand aufgrund der Corona-Pandemie die zweite Liga vor dem Abbruch. Ried wollte aber unbedingt weiterspielen. Der Vorstand war auch bereit, dafür vor Gericht zu ziehen. Die Hartnäckigkeit sollte sich bezahlt machen. Der Ligabetrieb wurde wieder aufgenommen und die SV Ried schaffte den Aufstieg in die erste Bundesliga. Der Traditionsverein aus dem Innviertel war zurück in der höchsten Spielklasse und passt die internen Strukturen dafür an. Die SV Ried Fußball GmbH installierte mit Rainer Wöllinger einen neuen Geschäftsführer. Die Ebene Vorstand Wirtschaft und Vorstand Sport wurde geschaffen, um das Präsidium zu entlasten und die operative Ebene zu stärken. Wöllinger verfügt über ein sehr breites Netzwerk in der Region und besitzt ein großes betriebswirtschaftliches Wissen. Seine Devise: regional handeln, überregional denken. Mehr als 150 Sponsoren halten der SV Guntermattig Ried die Treue. Darüber hinaus haben einige Sponsoren wie die Oberbank, Schmidt Gebäudereinigung, aber auch der neue Stadionpartner Tourismus Oberösterreich sowie der Ausrüster Hummel ihr Engagement ausgeweitet. Partner und Sponsoren aus der Region für die SV Ried. 25% kommen aus dem Bezirk Ried, 24% aus dem Bezirk Grieskirchen, aus dem Bezirk Scherding kommen 15%, 8% aus dem Bezirk Braunau, die übrigen 28% sind überregional. Sportlich sichert sich die SVR in der folgenden Spielzeit, zwei Runden vor Saisonende, den Klassenerhalt. 2022 folgte der Anstoß für das Projekt Frauenfußball bei der SV Guntermattig Ried. Der Bundesliga-Club, der SV Antisenhofen und die Union Weilbach bündelten ihre Kräfte, um professionellen Frauenfußball im Innviertel zu ermöglichen. Hinter den Kulissen wird ständig an Innovationen gearbeitet. Zusammen mit der JFJ Sports GmbH wurde so ein normobares Höhentraining entwickelt, welches gezielt in den Trainingsplan mit eingebaut wird. Auch in der Saison 21/22 konnte die SV Guntermattig Ried den Klassenerhalt feiern. Das Highlight im Jahr 2022 war aber das Unica ÖFB Cup-Finale in Klagenfurt. Auch wenn der Pokal schlussendlich nicht in Ried landete, war das Endspiel mit über 3000 Rieder Fans ein großes Rieder Fußballfest. Vor gut einem Jahr präsentierte der Vorstand dann die positiven Budgetzahlen. Mit über 10 Millionen Euro konnte die SV Guntermattig Ried den bisher höchsten Jahresumsatz in der Vereinsgeschichte ausweisen. Am Ende stand ein konsolidiertes Jahresergebnis von 858.000 Euro nach Steuern und somit ein positives Eigenkapital von über 1 Million Euro zu Buche. Und es wurde investiert. In den An- und Zubau der Akademie, in die Ton- wie auch WC-Anlagen sowie in das LED-Flutlicht im Stadion, welches seit diesem Sommer Innviertel Arena heißt und auch die Heimat des U21-Nationalteams ist. Die Bundesliga und der ÖFB sind sich einig. Das Stadion, der Rasen, die Infrastruktur im Allgemeinen und die Zusammenarbeit sind top. Als Reaktion auf den Abstieg in die zweite Bundesliga hat Roland Daxl sein Präsidentenamt zurückgelegt und wird sich bei der Jahreshauptversammlung nach beinahe 14 Jahren ehrenamtlicher Arbeit vollständig aus dem Vorstand zurückziehen. Der bisherige Vizepräsident Thomas Garleitner hat das Amt übernommen. Sportvorstand Wolfgang Fiala hat in der Folge zusätzlich die alleinige Verantwortung als Sportdirektor übernommen und auch die Mannschaft stark verändert. Immer wieder haben in den letzten Jahren Spieler wie Matthias Kracker, Diego Madric, Belmin Beganovic, Ben Wörndl, Nico Wiesinger, Fabian Rostdorfer, Jonas Meyer, Arian Malic, aber auch Patrick Moser, Valentin Akrab, Felix Seiwald und Lukas Güttelbauer den Sprung aus der Akademie in den Profifußball geschafft. Das Investment der letzten Jahre in die AK hat sich gelohnt und darüber hinaus sind sehr viele aktuelle Akademiespieler, also die Next Generation, in den U-Nationalteams vertreten. An die 220 Nachwuchsspieler sowie knapp 50 Trainer tragen bei den rund 450 Spielen in einer Saison das SVR-Logo auf ihrer Brust. Die Trikots wurden, wie von den Mitgliedern bei der Mitgliederbefragung gewünscht, angepasst. Auswärts spielt man nun wieder in Gelb, die Farbe der Stadt Ried. Seit der letzten Generalversammlung wurde die Mitgliederanzahl auf 560 verdoppelt. Inklusive Spieler sind bei der SV Guntermattig Ried 75 Personen beschäftigt. Neben 40 Ehrenamtlichen
wird diese Zahl an einem Spieltag um weitere 60 bis 100 Arbeitskräfte erhöht. Eine enge Zusammenarbeit gibt es seit Jahren auch mit der Lebenshilfewerkstätte Ried im Innkreis. Mit Willenskraft, Zielstrebigkeit und Fairness wird in Ried daran gearbeitet, dass künftig wieder sportliche Erfolge eingefahren werden.